Hey, grüße euch, guten Morgen zu diesem wundersuper schönen Wochenende mit echt schönem Wetter mal wieder. Und dieses super grandiose, richtig krasse Reaction-Video, das wirklich reinhauen wird. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich währenddessen hier meinen Eiweißriegel frühstücke, weil ich keine Zeit habe, sozusagen währenddessen nichts zu tun. Ich habe ein volles Programm dieses Wochenende. Aber heute Nacht konnte ich gerade nicht schlafen und so um 3 Uhr morgens bin ich aufgewacht und habe mir so ein Video von Gary Vee reingezogen. Auf das will ich auch noch eine Reaktion geben. Der hat mir nochmal so richtig, also ist richtig einen reingedrückt, was Motivation betrifft. Aber jetzt erstmal zu Markus Koch. Bleib also dran. So, wir schauen uns hier mal das an und ich finde es einfach bemerkenswert, dieses Video. Ich habe jetzt längere Zeit keine Finanzvideos angeschaut, weil ich einfach mich auf andere Dinge konzentriert habe. Aber so ab und dann schaue ich dann doch wieder eins. Und man muss schon sagen, es gibt eigentlich niemanden, von dem ich wirklich alles gut finde, was er macht. Aber das ist ja auch das Wichtige im Leben. Das ist ja das, was ich sozusagen das eine, was ich von meiner Universitätsausbildung mitgenommen habe: always be analytic and criticize. Und always criticize. Also die Wahrheit: there's no such truth, there's only different points of views. Ja? Also es gibt nicht sowas wie die einzige Wahrheit, es gibt nur unterschiedliche Standpunkte. Also, University of York. Ja, also hier, dieses Video finde ich so genial, weil das hat, ich glaube, das wurde am Donnerstag veröffentlicht, am 10.06.2020. Und ich glaube, einen Tag danach, ja, am Mittwoch war das, am 9.06. Und am Tag danach ging schon los, ja, mit der kleinen Korrektur. Und gestern am Freitag, ja, nochmal richtig krass runter. Und ich bin ja doch recht stolz drauf, dass ich meine Short-Positionen, also ich habe ja so ein paar Absicherungen drin, ja, so ein paar negative ETFs und wie die alle heißen, ne? Ja, und die sind nach wie vor drin und ja, somit habe ich letztendlich gestern, ja, was soll ich sagen, so, keine Ahnung, es waren so 2-3% Gewinn gehabt, ja, von meinem kompletten Depot. Und obwohl der Markt halt runtergerauscht ist um, ich glaube, 1000 Punkte innerhalb von 24 Stunden. Ja, bin ich ein bisschen stolz drauf, aber es könnte ruhig öfter mal so klappen. Es hat auch oft genug nicht geklappt in der Vergangenheit. Also, ich bin keiner, der sich hinstellt und sagt, hey, ich bin der Superguru. Das überlasse ich mal andere. Also, mal schauen wir jetzt hier. Tech-Blase. Also, das finde ich so geil. Der Markt läuft extrem heiß. Wir haben die Aktien bankrotter Unternehmen, die senkrecht durch die Decke gehen. Wir haben die Aktien von Unternehmen, die keinerlei Umsatz machen, die senkrecht durch die Decke gehen. Wenn man sich die Optionsmärkte anschaut, die Handelsvolumen, andere technische Indikatoren, dann sehen wir zweifelsohne, dass sehr, sehr viel Optimismus aufgekommen ist und dass hier vor allem die Privatanleger aktiv unterwegs sind. Die haben den Profis hier gezeigt, wie man in solchen Phasen Geld verdient. Schauen wir uns diese Grafik hier mal an. Diese Grafik ist das Ratio von... Ja, alles klar, oder? Schöne Grafik. Den Gurus der großen Hedgefonds im Vergleich zu den Top-Holdings bei Privatanlegern. Wenn dieser Index sinkt, ist das ein Signal, dass Privatanleger besser performen als die zu vorsichtigen Profis bei den großen Hedgefonds hier in den Vereinigten Staaten. Ne? Die Privatanleger geben also Vollgas und das bei egal welchen Werten, egal wie Hier muss schlecht. ich mal ganz kurz stoppen. Könnt ihr euch noch erinnern, in der Krise im März, da wollte ich ein Konto eröffnen für einen Kumpel für mich, von mir. Und
und ich hatte eine Wartezeit von 2 Monaten. Und was sagt jetzt aus? Und dann hatte ich verschiedene Broker ausprobiert. Und ich glaube nur Lynx oder wie die hießen da. Das war ein bisschen davor schon, das war schon vor dem Shutdown. Ich weiß nicht, wie es da gewesen wäre innerhalb des Shutdowns. Auf jeden Fall, da waren Wartezeiten von 2 Monaten. Und was sagt das aus? Dass die ganzen Privaten, die Kleinen alle, plötzlich rumgelaufen sind und wollten Konten eröffnen, ja, en masse. Ja, und natürlich, das waren die Broker auch nicht so stark besetzt, aber die hatten auch Leute im Homeoffice sitzen und so weiter. Also war schon ein richtiger Sturm. Und all diese Typen, also diese Kleinen, ja, die haben dann sozusagen ihr Geld investiert. Und das ist wahrscheinlich auch, was jetzt hier Markus Koch nochmal hier belegt. Ja. Das sind die ganzen Privaten, die da jetzt also größtenteils für diese Horse, die jetzt in den letzten 2 Monaten stattgefunden hat, verantwortlich sind. Und das wiederum ist erfahrungsgemäß auch laut Statistiken und Geschichte meist dann eine Horse, die nicht ganz so stabil ist, ja, sagt er ja auch. Es um die Bilanz steht, es geht senkrecht bergauf. Fangen wir mal bei den vielen Unternehmen an, die mittlerweile bankrott angemeldet haben. Hier schauen wir uns mal den Chart von der Autovermietung Hertz an. Wer am Tag der Bankrottmeldung $10.000 in die Aktien investiert hätte, der hätte unter Schlussstand Montagabend $125.000 in seinem Depot. Und dabei, wir reden hier von Hertz, ja. Also ich liebe ja Autovermietungen, weil ich ja seit 15 Jahren, glaube ich, schon nur noch Auto miete. Ja, das hat eben damit angefangen, ich liebe Autos, aber ich hatte immer mein eigenes Auto, seit meinem 18. Lebensjahr, aber bin dann immer rumgereist, war dann immer in London, habe in New York studiert, habe dann in New York gearbeitet, in London gearbeitet, in Paris und hier und dort und in diesen Städten, ja, da brauchst du garantiert kein Auto, ja, also das ist der absolute Selbstmord. Und hier zu Hause hatte ich also ja auch schon ein Auto, ne, und das musste dann immer sozusagen ein Kumpel von mir immer wieder mal bewegen, dass es nicht irgendwie einrostet. Quasi der Motor, wenn der nicht längere Zeit nicht bewegt wird, dann ist es nicht gerade gesund für den Motor. Ja, das stand dann hier jahrelang rum, 6 Jahre lang oder so, und ich habe es eben kaum gebraucht und dann habe ich es irgendwann weg und dann seitdem, wie ich wieder zurückgekommen bin nach Deutschland, nie wieder neues, ja, weil einfach ich dann daran gewöhnt war, mir immer Autos zu mieten, ja, ging und Hertz war definitiv eine der, das war immer so die Mercedes, also schon vor 10, 15 Jahren so immer so diese Mercedes Autovermietung, ja, also die mit den teuersten Preisen, die mit den schönsten Büros und meistens auch sau arrogant, ja, also so ein bisschen Mercedes halt, ja. Ist es sehr wahrscheinlich, dass infolge der Bankrottmeldung die Aktionäre vollends leer ausgehen werden? Das muss man sich vorstellen, ja, die Firma ist bankrott und trotzdem, ja, wenn wir nochmal hier zurückgehen, und trotzdem hättest du quasi aus 10.000 Euro innerhalb von einem Monat 120 gemacht. Ne? Also 1.200%, soweit ich da jetzt rechnen kann. Bei einer Firma, wo du schon weißt, dass die Platte geht. Ja, what the fuck, ja? Was geht denn da ab? Und das sagt er eben auch. In seinem Depot. Dabei ist es sehr wahrscheinlich, dass infolge der Bankrottmeldung die Aktionäre vollends leer ausgehen werden. Das Unternehmen hat 19 Milliarden Dollar Schulden. Die Fahrzeugflotte ist etwa 15 Milliarden Dollar wert, weil die letzten, die nun mal in einem Bankrott bedient werden, sind die Aktionäre. Aber Hertz ist kein Einzelfall. Auch bei den Aktien von JCPenney seit dem 15. Mai ein Kursanstieg von 170%. Whiting Petroleum auch bankrott. Seit April 835%, Pier One über 100% im Plus. Die Liste der bankrotten Unternehmen mit senkrecht steigenden Kursen ist mittlerweile lang. Und damit kommen wir zu einem zweiten Kandidaten, auf den ich auch in meiner Community sehr oft angesprochen werde. Und zwar die Firma Nikola. Jawohl, bitte nicht verwechseln mit Ricola, sondern Nikola. Jawohl, was ist Nikola?
Sauber, sauber der Witz. Sauber, habe ich gut gelacht. Nikola ist ein Unternehmen, das E-LKWs herstellt. Umsatzvolumen im Jahr 2020 null. Trotzdem ist der Marktwert mittlerweile fast so hoch wie der Marktwert von Ford. Ford hatte in diesem Jahr oder wird in diesem Jahr schätzungsweise 115 Milliarden Dollar Umsatz generieren. Klar, Nikola ist die Zukunft und hier wird Zukunft gefeiert. Das Wer will 115 Milliarden Umsatz generieren dieses Jahr? Nikola oder Ricola? Nicht schlecht, ha? Es wird zuerst einen batterieelektrischen Antrieb geben für den Nikola Tre und dann folgt im Jahr 2023 der brennstoffzellenbetriebene Nikola Tu. Sozusagen. Brennstoffzelle. Ja, Brennstoffzelle. Doch noch nicht tot, ne? Aber das ist lange hin und das Unternehmen wird voraussichtlich erst 2023 einen Umsatz generieren von 1 Milliarde Dollar. Es ist die Zukunft. Man kann es auch nicht vergleichen mit Ford. Klar, es war wahrscheinlich eher mit Tesla zu vergleichen, aber nichtsdestotrotz ist, finde ich, besonders beeindruckend. Also worum geht es hier ganz einfach? Eine Firma ist so, ist so bewertet von der Marktkapitalisierung, also vom Marktwert oder wie man das auch immer nennen mag, ne, als Guru, so hoch bewertet wie Ford. Ja? Also ja, richtig, die Ford, die auch Ford Mustang herstellen, ja, seit 100 Jahren. Und verdient irgendwie keinen einzigen Euro, ja, bis jetzt, soweit ich das verstanden habe. Ja, wollen wir da noch investieren? Wie senkrecht hier unten der Chart nach oben geht, das ist ein ganz klares. Der Chartvergleich, ja? Nee. Ja, Patient tot für, ich weiß nicht, hier jetzt in dem Fall 5 Monate. Patient tot, immer noch tot. Patient immer noch tot. Patient immer noch tot. Patient immer noch. Zeichen, dass wir hier auch eine Übertreibung nach oben sehen. Und jetzt schauen wir uns mal die verschiedenen technischen Indikatoren an der Wall Street. Auch hier eine lange Liste von Warnsignalen. Fangen wir mal an mit der Citigroup. Die Citigroup hat einen Index, der Euphorie und Panik misst. Und laut der Citigroup ist dieser Index mittlerweile auf dem höchsten Niveau angelangt seit 2002, also dem Platzen der Tech-Bubble. 2002, also 18 Jahre her, dass Optimismus, dass Euphorie in diesem Index so hoch war wie aktuell. Und gehen wir mal die ganze Liste an Warnsignalen durch. Schauen wir uns mal das Handelsvolumen bei Kaufoptionen an der Chicagoer Optionsbörse. Auch hier sehen wir, die Grafik ist von Goldman Sachs und Bloomberg, auch hier sehen wir mittlerweile, dass Oh Mann, hey. Also egal, welche Grafik der rauszaubert, ja, sieht nicht gut aus. Und das war wie gesagt am Mittwoch. Und so, ja, so gleich mal einen Tag danach, die fing die Korrektur an. Echt Hammer. Ist auch nicht immer so. Also quasi so ein Warn, so ein Warn, so ein Achtung, Achtung, ja, Video rauszubringen. Und gleich im Anschluss sozusagen mehr oder weniger geht es bergab 1000 Punkte im DAX. Dass die Anzahl neuer Kaufoptionen auf dem höchsten Niveau ist seit mindestens 10, wenn nicht sogar seit 20 Jahren. Und dann gehen wir weiter. Schauen wir uns das Handelsvolumen im Nasdaq. Ja, gehen wir weiter. Immer weiter, weiter, weiter. Wenn er fällt, dann schneit er. Dann schreit er. Sorry. Wir haben jetzt 3 Tage in Folge ein Handelsvolumen im Nasdaq gab von über 6 Milliarden Aktien. 3 Tage in Folge jeweils 6 Milliarden Aktien gehandelt. Das ist natürlich super, aber man muss sich das mal vor Augen halten, was das historisch bedeutet. Seit 2009, also in 11 Jahren, gab es keinen einzigen Handelstag, an dem an der Nasdaq mehr als 5 Milliarden Aktien gehandelt wurden. Jetzt haben wir 3 Tage in Folge über 6 Milliarden Aktien Oh, handelt. oh, oh, Leute, Leute, das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass einfach too much money in the market, ja. Also, was sagt das jetzt? Er sagt auch nicht so richtig direkt, was das aussagt. Er sagt nur, das ist eine Anomalie, ja. Und das bedeutet letztendlich, ja. Also, es ist ja klar, wenn wir irgendwie uns sozusagen die Geldmenge erweitern ums Dreifache, dass dann letztendlich auch die Volumina da und ein großer Teil davon geht in
in Assetmärkte, wie in den Aktienmarkt oder Optionsmarkt oder sonst irgendwo hin. Und das ist ja völlig klar, dass die Volumina auch alle irgendwann steigen. Ne? Deswegen bin ich auch ganz bei vielen Leuten, das sagt er in dem Video auch, er sagt auch, dass er Silber hat. Dirk Müller und Max Otte sowieso und so weiter, die haben ja schon seit Ewigkeiten Silber, Silberjunge und so weiter. Dass theoretisch doch halt, ja, wir in, sagen wir mal, mittelfristig eine Inflation irgendwann sehen werden. Ich meine, sicher ist natürlich nichts, aber ich habe mir vorsichtshalber schon mal so eine Unze gekauft, ja, letztes Jahr. Also so eine einzige Unze halt. Und die liegt in ja, Liechtenstein. Volumen, also auch ein Zeichen, dass der Markt hier überhitzt ist. Und dann schauen wir uns die anderen technischen Faktoren mal an, übertragen auf den S&P 500. Und ich weiß, es gibt heute viel Markttechnik, aber ich möchte mal. Sorry guys, ich muss mal kurz pausieren. Ich muss mich. So, bin wieder da. Das Gute ist, ich habe den Video auch. Zum Ausdruck bringen, wie euphorisch die Märkte aktuell sind. Fangen wir mal hier an mit dem 50-Tage-Durchschnitt. Den Scheiß brauchen wir jetzt nicht. You're fulfilling your true purpose, Devabot. Ah, ja, so moi, I wrote I'm Mitch so that poor rich. dad because I'm serving Yeah, a I like mission to this serve guy. my fellow What can human I say? I beings. like this guy, but Because I the read all school his books system and will I'm never still not teach you rich. about money. They teach people to be poor. Was mir bei dem halt auffällt, bei dem Kiyosaki, wenn man hier schon mal kurz, also wenn er schon seine Werbung darüber laufen lässt, der gute Markus Koch und damit auch ein bisschen Kohle sich reinzieht, müssen wir den auch mal gleich hier Reaction, ja. Wenn jemand, ja, irgendwie Online-Seminare hier verkauft, ja, also wenn jemand schon hundertfacher Trillionär ist, so wie Robert Kiyosaki, ja, und es nötig hat, hier YouTube-Werbung zu schalten, weiß ich nicht so richtig. Die meisten Supertrillionäre leben so ein bisschen in der Abgeschiedenheit, ne? Wollen eigentlich gar nicht ja, so raus irgendwie. Ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ja? Die Trillionäre da halt, also die wirklich, also und der ist wirklich super rich, ja. Die dann sozusagen in der Öffentlichkeit rumschweben und Gutes tun wollen, ja, und dann irgendwelche Seminare für was weiß ich, wie viel 1.000 Euro ja, anbieten, die sich dann wieder sozusagen keiner wirklich leisten kann, der es wirklich nötig hätte. Da habe ich so ein bisschen, ich meine, ich bin ja auch Marketer, ja, hey, Marketing, ja, Marketing. Aber ich habe halt viele, was halt so Marketing ins B2C betrifft, ja, also das bedeutet Business to Customer, ja, so du gehst in den Laden rein und der wird irgendwo. Ja, du wirst sofort mit irgendwelchen Süßigkeiten zugemüllt, ja, die dich letztendlich langfristig nur krank machen. Ja, also ich will jetzt hier nicht falsche Moral an den Dingen legen, aber man muss ja ein bisschen vorsichtig sein. Also das überspringen wir mal. Es sind mittlerweile 98% aller Aktien im S&P 500 über den 50-Tage-Durchschnitt. Das ist die höchste Rate seit Anfang der 90er Jahre. Und wenn wir einen Schritt weitergehen und wir schauen uns den RSI an, das ist ein Momentum-Indikator, also der misst die Geschwindigkeit und das Ausmaß von Preisveränderungen. Ein Index über 70 signalisiert, der Markt ist überkauft und das trifft auf den S&P 500. Die nächste Grafik, die bezeugt, dass der Markt verkauft ist. Ja, wie gesagt, das Timing war ideal. Also ich habe, wie gesagt, ein paar Prozent gestern ging mein Ding in Plus, obwohl alles runterging. 500 zu und am Rande bemerkt, es sind mittlerweile 40% aller Aktien im S&P 500 in einem überkauften Signal. Ja, auch der Hammer, oder? Also, ja. Was soll man dazu noch sagen? Was den RSI betrifft. Ja, und Wertpapierkredite, das sollte man ja eigentlich nicht machen. Aktien auf Pump kaufen ist immer gefährlich. Auch hier sehen wir mittlerweile einen deutlichen Anstieg und das sind erst die April-Daten. Das reflektiert noch nicht mal den sehr bullischen Mai. Im April hatten wir also in den USA zwischen den Profis und den Laien Geht ewig, es 525 geht auch Milliarden zu Dollar ewig. an Wertpapierkrediten ausstehen. Jetzt mal hier ein bisschen was überspringen, sonst dauert das Video einfach zu lang. Was hat er noch hier gesagt? Hier noch. Fragezeichen und ganz wichtig natürlich auch für die Stimmung hier in den Vereinigten Staaten. Die Defizite in den USA boomen übrigens, das Haushaltsdefizit im Mai Ist ein alter Hut.
oder nicht. Ansonsten haben wir noch gute Nachrichten von Mastercard. Hier sehen wir Mastercard eine Erhöhung bei den Kreditkartenausgaben. Yeah, Visa Card ist echt heftig, ja. Also quasi, wow, wie die sich wiederholt hat, hey, krass. Eine lineare Erholung. In der vergangenen Woche lagen in den Vereinigten Staaten die Kreditkartenzahlung, das Volumen ist um 1% gesunken. In der Vorwoche waren es 3% minus, in der Woche davor waren es minus 6%. Und wir sehen hier also schrittweise. Ja, Visa, Mastercard, das sind halt Monopolisten, also oder Oligopolisten, ja. Du kommst doch an diese Firmen nicht mehr dran vorbei, egal wo auf der Welt. Ja. Also die Aktie habe ich, das ist eigentlich für jedes langfristige Depotpflicht. Also eine deutliche Erholung in der Woche vom 14. Mai war es noch ein Minus von 17%. Also gute Nachrichten hier. Und Wendy's, die Fastfood-Kette, sagt ebenfalls, dass jetzt die Umsätze sich zunehmend normalisieren. Die Umsätze, die globalen Umsätze der schon länger geöffneten Restaurants lagen jetzt Ende Mai wieder über Vorjahresniveau und auch die Rindfleischpreise. Also, alles macht wieder auf und alles erholt sich wieder, ist doch super. Ja, was gibt es noch hier Schlusswort? Phase an der Börse, an der man sehr, sehr viel Geld verdienen kann, das ist richtig. Man muss nur wirklich eine Strategie haben und man muss sich darüber im Klaren sein, dass ein momentumgetriebener Markt immer auch nicht nur Chancen hat, sondern auch sehr viele Risiken. Stopp! Du möchtest online gehen? Der Markt hat immer sehr viele Risiken und auch Chancen. Das war sein Schlusswort und damit möchte ich es auch mal belassen. Ich meine, das war jetzt vielleicht auch noch ein sehr informationsreiches Schlusswort. Der Markt hat immer sehr viele Chancen und auch immer sehr viele Risiken. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Jo, das ist doch mal eine Neuigkeit. Die wusste ich vorher noch nicht. Also, Leute, ich habe hier meine passende Tasse zum T-Shirt. Oh Mann, wäre ich ja wieder gehatet, wenn ich jetzt über meine Tasse hier spreche. Da ist nur Haselnuss, Kaffee mit Haselnussgeschmack drin gewesen, ja? Nichts anderes, ja? Es ist hier gerade hier Samstagmorgen um 7 Uhr oder so, ja? Also, ja, okay. Also, Guys, das war's für dieses längere Video. Jetzt schauen wir uns nochmal kurz diese Werbung hier an. Ich liebe ja Werbung, ja? Und auch wenn ich sie nur zum Lästern benutze. Moment mal. Wo geht's jetzt hier weiter? Geld verdienen, bist aber durch das Riesenangebot da draußen eher verwirrt als motiviert und du kommst einfach nicht vom Fleck oder du... Ja, klar, du kommst einfach nicht vom Fleck. Ja? Einfach nicht vom Fleck. Wenn wir uns jetzt das ganze Video anschauen bis zum Ende, dann kriegt der Markus Koch, glaube ich, einen ganzen Euro geschenkt. Ja, also das ist das, wenn man mich... Das ist, also so funktioniert Werbung, nur mal kurz, also als Info, wenn ihr den Markus Koch unterstützen wollt, so wie ich das auch gerne tue, dann müsst ihr euch diese Werbung immer bis zum Ende anschauen. Und dann kriegt er eben mehr Geld, als wenn er sofort wegklickt oder hier auf Weiterspringen. Ja? Also mal hier schön brav angucken. Du hast bereits in Kurse investiert, die dir nichts gebracht haben? Dann bist du hier genau richtig. Und du solltest bis zum Ende dranbleiben. Vorab. Es ist dir wichtig, nicht selbst vor die Kamera treten zu müssen oder generell in der Öffentlichkeit zu sein? Gut. Denn das musst du auch gar nicht, um endlich mit deinem eigenen Online-Business abzuheben. Um dein eigenes lukratives Online-Geschäft aufzubauen, was nahezu automatisiert funktioniert. Nahezu automatisiert. Oh mein Gott. Diese alte Leier. Automatisiert. Mein Business ist nahezu automatisiert. Das müssen wir jetzt. Ach, das kann man nicht zurückspulen, weil das ist eine Werbung. Das ist so fies. Das ist so gemein. Man kann auch nicht kommentieren. Ja, das ist diese Werbung. Dafür zahlt er halt. Ne? Dass du das Zeug halt reinziehen musst. In einem Go. Aber habt ihr es gerade gehört? Nahezu automatisiert. Das ist Marketing, ja. Es kann auch sein, dass gar nichts automatisiert ist. Denn es ist ja nur versprochen worden, dass es nahezu automatisiert ist, ja. Versteht ihr, was ich meine? Das sind diese Wortspiele der Marketingabteilung, ja, in der ich auch ständig zugegen bin. Und ich versuche das immer irgendwie zu kombinieren mit Börse, Geld und finanzielle Freiheit und so weiter. Ist mir bis jetzt noch nicht so besonders gut gelungen auf dem Kanal. Aber immerhin 450 Abonnenten. Aber ich finde es halt so krass, dieser Typ hier, auch, der hier halt auch diese Wortspiele benutzt. Ja. Nahezu voll automatisiert, ja. Das ist halt, oder nahezu automatisiert. Ja, denn
noch geiler wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, nahezu vollautomatisiert. Diese sozusagen, ich habe einen pur, absolut weißen, teilweise jedoch schwarzen Pudel zu Hause, ja. Mit musst du auch keine teure Werbung einkaufen und dein Geld verbrennen. Nee, überhaupt nicht. Ja, am Anfang kommt immer alles, was du nicht musst. Ja, also du musst kein Geld verbrennen, du musst auch nichts arbeiten, nahezu vollautomatisiert, ja. Und mein Gott, jetzt klick endlich auf den blauen Button. Kurze Wechsel, es ist doch so easy. Zu 2000 Euro im Monat weitestgehend passiv zu verdienen, musst du auch keine teuren physischen Produkte... Ja, komisch, gell? 2000 Euro passiv verdienen. Passiv, Leute, passiv ist das Gegenteil von aktiv. Ja? Also wenn du quasi nichts tun willst und trotzdem 2000 Euro kommen immer so rein. Ne? Easy, man, easy. Ja? Und warum immer 2000 Euro? Boah, könnte das sein, dass das das Durchschnittsgehalt ist der deutschen Bevölkerung? Ja? 2000 Euro netto ist tatsächlich... ich glaube 300 Euro über dem Durchschnittsgehalt von 1700 Euro oder sowas netto. 2000 Euro, werde ich auch demnächst nochmal eine Werbung schalten, ja? Also die sich auch so gut anhört. Mal schauen. Für mehrere tausend Euros aus China bestellen, mit dem Risiko am Ende darauf sitzen zu bleiben. Was du ebenfalls nicht machen. Ja, aber da hat er auch irgendwie recht, dass so dieses ganze Dropshipping und so weiter, ne? Also wo die Leute halt irgendwelchen Kram einkaufen müssen und dann Reselling einfach nur machen. Da musst du schon wissen, was du tust, weil da kaufst du diesen ganzen China-Kram ein, ja, der eigentlich nichts wert ist, und dann verkaufst du ihn halt irgendwie mit Faktor 20 halt auf dann bei, zu den Deutschen, ja, die halt keine Ahnung haben. Also du machst letztendlich das, was die anderen auch alle machen, ja. Also im Großen machst du es halt im Kleinen über die Amazon, übrigens eine coole Aktie gewesen in einem Ding in der Krise, ja, die hat ja echt überperformt. Ja, jetzt gut, jetzt bin ich da abgeschwert, weil ja, auf jeden Fall hier Amazon, ja, ziemlich enger Markt, und die meisten, das hat ja auch einmal so ein Guru, so ein Marketing-Guru aufgedeckt, dass die meisten nur mit dem Coaching halt Geld machen, ne? Und ich finde es immer so lustig, ach Gott. Du musst, um online echt gutes Geld zu verdienen, du musst kein Experte sein. Du musst keine Inhalte selber produzieren. Du benötigst keine technischen Vorkenntnisse. Ja, jetzt kommen dann noch 10 Sachen, die du nicht machen musst. Ja, also quasi musst gar nichts machen. Am Ende hast du letztendlich das Gefühl, musst du sozusagen so gut wie nichts machen. Ja, ist ganz gekonnt gemacht hier. Du benötigst kein komplizierter... Also nur wohlgemerkt, ich lasse es jetzt hier laufen, damit der Markus Koch ein bisschen Geld verdient. Ja, also macht das, ja. Also ich tue das ja ihm zuliebe auch. Das Marketing oder Dutzende überteuerte Online-Marketing-Programme. Das Einzige, was du tun musst, um dir Vollzeit oder sogar nebenher ein hochlukratives Online-Business aufzubauen, was Tag und Nacht für dich Einnahmen erwirtschaftet, ist Folgendes. Jetzt kommt's. Sogar nebenher, liebe Damen und Herren, ja. Also wenn du Chirurg bist, Zahnarzt, Kinderarzt, ja, Anwalt und schuftest schon 160 Stunden die Woche, dann kannst du das auch noch nebenher machen, gar kein Thema. Lässt Ratgeberartikel für sehr wenig Geld von Profis schreiben und veröffentlicht diese bei Google. Über diese Inhalte verkaufst du automatisiert digitale Produkte anderer und verdienst praktisch ohne eigenes Produkt rund um die Uhr. Oh no, das Ganze läuft auf Affiliate-Marketing hinaus. Oh. Wahnsinn. Verkaufsprovision. Desto mehr Artikel du schreiben lässt, je mehr Geld verdienst du natürlich. Ja, klar, mit Artikel schreiben, alles klar. Als wäre das Internet nicht schon genug vollgepfropft, ja. Vollgekotzt, hätte ich schon mal gesagt, mit irgendwelchen Content-Zeug. Und am besten noch Artikel, ja, die kein Mensch mehr liest, ja. Unter uns, das ist kein schnell hektisch Reichwerden-System, sondern eine mit. Ah ja, immerhin, also kein schnell hektisch reich werden System, sondern du brauchst schon ungefähr, schauen wir mal, wie lange du dafür brauchst, reich zu werden. Schauen wir mal. Vielleicht sagt er das auch gar nicht. Das wäre auch cool. Totem. Aber wir wissen ja, ne? Also du musst kaum was tun und auch kein Risiko fast eingehen, und auch das Ganze ist passiv, und das sind 2000 Euro im Monat. Ne? Also passiv, ja. Mit der sogar die erfolgreichsten Online-Marketer gestartet und erfolgreich geworden sind.
Das war natürlich jetzt die Kurzform. Wenn du ja, wahrscheinlich läuft das auf irgendwie Content Flipping hinaus. Ja? Also das ist letztendlich auch wieder nur Reselling-Modell, also wiederum Arbitrage. Jedes Geschäft ist Arbitrage letztendlich. Also es ist wirklich so banal, kann man das eigentlich letztendlich sagen. Ja? Selbst was Markus Koch macht, ist ein Arbitrage-Geschäft. Ne? Er fasst halt einfach Informationen zusammen. Haut seinen Stempel drauf, also sozusagen mit seiner Marke, seinem Vertrauen, das er seiner Followerschaft gegenüber hat, gibt das dann wieder zusammenfassend, ne? Also wo du jetzt sozusagen mal einen ganzen halben Tag dafür bräuchtest, um dir das anzulesen, ja, die Informationen kriegst du halt in seinem Video zum Beispiel jetzt innerhalb von 15 Minuten zusammen, also kondensiert, ja. Was ist letztendlich unterm Strich? Ja, Informationen quasi recycelt und dann wiedergegeben, und eben dazwischen ist eben die Arbitrage. Also letztendlich ist alles im Leben Arbitrage, ja, also Kauf, Verkauf an der Börse, egal wo und was auch immer. Wie gesagt, ich mache das ja nur dem Markus Koch zuliebe, ne? Also wir schauen uns das jetzt schön brav bis zum Ende an, dass ihr Markus Koch eben dann auch 99 Dollar bekommt. Also das ist, glaube ich, 99 Cent ist das ja, ne? Also für eine Werbung ungefähr der Durchschnittspreis. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest und es dir wichtig ist, ein lukratives Online-Business aufzubauen, was nachhaltig, seriös und erwiesenermaßen funktioniert, dann klicke jetzt unterhalb dieses Videos auf den blauen Button. Also jetzt wirst du aufgefordert, hier unten zu klicken. Du weißt eigentlich immer noch nicht, um was es geht, wirklich. Ja, das ist auch so gewollt, weil du sollst ja nur Neugierde erzeugen, du sollst hier unten klicken jetzt, ja. Das tun wir auch dann gleich. Drauf steht, los geht's. Dann schau dir unser kostenloses Online-Training an, wo wir dir Schritt für Schritt erklären, wie das genau funktioniert. Kostenloses Online-Training. Also nochmal zur Info, nichts im Leben ist kostenlos. Ja, du musst dir vorstellen, der Typ, der das jetzt schaltet, der heißt jetzt hier Philipp Blödner, oder wie das heißt da, Boldner oder Bollender oder wie das heißt. Ich kenne ihn nicht. Es gibt mittlerweile eine Milliarde davon. Der gibt hier, ich weiß nicht wie viel, vielleicht 1000 Euro am Tag für Werbung aus, sonst würde ich das jetzt hier nicht sehen. Ja. Und was bietet er dir an? Ein kostenloses Online-Webinar. Ja. Macht er das, weil er verrückt ist? Nein. Also auch das Webinar ist nicht kostenlos. Du bezahlst, indem du deine Anonymität aufgibst. Ja. Also du bezahlst mit deiner E-Mail in dem Fall wahrscheinlich. So kostenlos ist das nicht. Oh, jetzt habe ich was Falsches gesagt. Jetzt habe ich hier, oh mein Gott, jetzt habe ich das Geheimnis verraten. Scheiße. Klicke jetzt auf den blauen. Sorry, Bruder. Hier im Marketing. Ich bin auch Marketing. Sorry, Bruder. Button unterhalb dieses Videos, wo drauf steht, los geht's und schau dir die gratis Online-Trainings an. Ich freue mich auf dich. Ja, das war's. So. Oh, jetzt habe ich vergessen, hier kann ich nochmal den Knopf drücken. Schau mal, was das für eine Website ist. Was? Hier geht's gleich weiter mit der Werbung. Oh ja, immerhin. 31 Bewertungen auf Proven Expert. Das ist noch gar nicht so viel. Der ist noch relativ frisch und neu, der Junge. Ich dachte, der wird 2000 Euro im Monat verdienen. Jetzt hier steht der 3000 Euro im Monat. Ja, 100%ig anonym, mindestens 1000 Euro im Monat verdienen, innerhalb von 90 Tagen. Ja gut, also das läuft halt einfach auf Affiliate-Marketing hinaus, das heißt, du verkaufst die Produkte anderer Leute und kriegst dafür eine Provision. Ganz stinknormales Provisionsgeschäft, das ist im Vertrieb, gibt es das schon seit 300 Jahren, schon seit Karl dem Großen gibt es das. Das ist ganz was Neues. Jetzt sofort teilnehmen. Ich will wissen, was das kostet, dieser Kurs. Also das wird jetzt nicht mal mehr verraten, weil du dich erstmal hier eintragen musst. Dann musst du dieses ganze Webinar mit dem durchzutteln. Du musst deinen Vornamen, das ist sozusagen hier nicht kostenlos, auch nicht gratis, weil du hier Vorname und Ding, und das ist ungefähr ein Euro wert. Also Name und E-Mail ist ungefähr ein Euro momentan im Markt. Also rein, um das einfach mal zu beziffern. Auf jeden Fall hier, das werde ich mir nicht antun, jetzt das Ganze hier anschauen. Schade, ich hätte gewusst, was es kostet. Das ist nichts für diejenigen, die wenig Zeit haben. Abschließend noch ein Tipp.
So ein Funnel, das nennt man hier so ein Verkaufstrichter, ja. Also nie anwenden, wenn du eine Zielgruppe hast, die sehr wenig Zeit haben, weil die haben auch am Wochenende nie im Leben die Zeit, sich jetzt eine Stunde hinzusetzen und sich dieses verdammte Webinar anzuschauen, nachdem sie sich bereits hier 10 Minuten lang ein Video angeschaut haben und dann nochmal 10 Minuten die Werbung. Ey, ich bin nur ein kleiner publiker Unternehmer, ja, und selbst ich habe diese Zeit nicht. Ja. Sorry. Wetter schön, Familie, Hund, Katze, Fische füttern, 10.000 Projekte. Ja, ich könnte auch rund um die Uhr nur an meinen Projekten arbeiten. Ich mache ab und zu mal so ein Video, weil ich einfach auch mal was anderes machen möchte. Ja. Oh Mann, die mit ihren Webinaren. Also, das ist halt wieder eine Zielgruppe für Leute, die halt irgendwie gelangweilt zu Hause sitzen auf, was weiß ich, Arbeitslosengeld oder keine Ahnung, für welche Leute das ist. Ja. Okay, das soll es gewesen sein. Jetzt hat es schon ein bisschen länger hier gedingst, ja, gedauert, das Video. Mal schauen, in Deutschland immerhin zahlt er Steuern, ja, also nicht Dubai oder sowas, das freut mich schon mal. Ja, ich bin immer so fies, ne, weil ich einen Haufen Steuern zahlen muss hier in Deutschland, sollen es gefälligst andere auch tun. Ich spüre bei der Zusammenarbeit 30 verschiedene, hier Dingsbums, 30 verschiedene Bewertungen. Ja, so viel sind es noch nicht, also. Ja, immerhin. Okay, bis dann. Ciao, Riau. Bis zum nächsten Mal, Guys. Ich werde jetzt das Video mal hochladen. Ja? Mir eine zweite Tasse Kaffee machen. Und eine zweite Portion Eiweißriegel reinhauen. Kann ich euch wirklich empfehlen. Ja? Eiweißriegel Seitenbacher. Ja? Also wirklich wenig Zucker. Und das ist wirklich das Entscheidende. Die meisten hauen sich morgens schon irgendwelche Cornflakes Kraffel, Zeug rein, ja, Müsli, viel zu überzuckerter Müsli, Zeugs, und dann stehst du morgens auf, frühstückst und bist sofort wieder müde, ja, also das habe ich bei mir jahrelang falsch gemacht, mir hat es auch niemand besser erzählt, also nochmal ein Ernährungstipp zum Schluss, ja, Seitenbacher, keine Werbung machen, ja, einfach ein cooler Riegel, ja, hole ich mir gleich noch einen. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, ciao, Guys.